Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Könnte es in ferner Zukunft zwei Italien Grand Prix geben? Zwar wurde der Vertrag mit Monza bis einschließlich 2024 verlängert, doch Mugello und Imola sollen interessiert sein. Imola war bis 2006 im Rennkalender, verfügt aber über den benötigten Grad 1 Status, um Formel 1 Rennen auszutragen. Dort soll der Paddock erneuert werden. Mugello dagegen war nie Schauplatz der Formel 1 und dort fährt aktuell die MotoGP. Laut dem Streckenchef könnte man bereits in 5 Jahren über ein Formel 1 Rennen nachdenken. Allerdings wird Mugello nicht vom Start betrieben, denn der Besitzer dieser Rennstrecke ist Ferrari. Noch vor dem großen Preis von Singapur wird Haas den Teamkollegen von Kevin Magnussen für 2020 bekannt geben. Die Entscheidung fällt zwischen Romain Grosjean und Nico Hülkenberg. Wichtig sei auch das Geld, denn Teamchef Günther Steiner hatte angedeutet, dass man sich nicht jeden Fahrer leisten könne. Hülkenberg hat in den 3 Jahren bei Renault 18 Millionen Euro verdient. Steiner hatte auch vor kurzem ein Gespräch mit Pascal Wehrlein. Er ist vor ein paar Rennen zum Südtiroler gegangen und hat nach einer Cockpitmöglichkeit gefragt, was Steiner aber aufgrund von 2 Jahren Abwesenheit ablehnte. Wichtig sei für Haas ein Fahrer mit viel Formel-1-Erfahrung. Der Haas-Teamchef bestätigte auch, dass der jetzige Ferrari-Simulator-Fahrer 2017 auf der Liste beim US-Team stand. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich bin immer für neue Strecken bereit. Allerdings muss dort Spannung vorhanden sein. Denn was nützt eine neue Strecke, deren Rennen so spannend sind wie ein Kartoffelsack? Ich habe schon erwähnt, meiner Meinung nach sollte sich Haas für Hülkenberg entscheiden, da er in meinen Augen der bessere Fahrer ist. Aber ihr könnt gerne mal oben rechts abstimmen. Grosjean oder Hülkenberg, für wen sollte sich das US-Team entscheiden? Und schreibt in die Kommentare, warum. Und ab zum Community-Kommentar. Formula One SCM Racing League hat folgenden Kommentar unter mein Leclerc-Video geschrieben. Leclerc sollte langfristig bei Ferrari bleiben. Ich bin mir sicher, dass er der nächste Ferrari-Champion wird. Vettel wird voraussichtlich auch Ende 2020 gehen. Nur die Frage ist, wer kommt dann? Ich könnte mir dann Ricciardo vorstellen, da sein Vertrag ebenfalls Ende 2020 ausläuft. In Leclerc sehe ich auch den nächsten Ferrari-Champion, wenn er so weiterfährt. Ricciardo kann ich mir sehr gut vorstellen, da er eine sehr lange Formel-1-Erfahrung vorzuweisen hat und auch schon den ein oder anderen Rennsieg geholt hat. Falls er dann ein Rennen bei Ferrari gewinnen sollte, dann sehen wir ihn ja wieder, wenn er Champagner aus seinem Schuh trinkt. Wenn ihr mich jetzt auch supporten wollt, liked das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, abonniert diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns entweder im nächsten Video oder um 19 Uhr auf Twitch. Bis dahin, ciao.